Hallo und herzlich willkommen beim Videolernzyklus zu den Eigenschaften von Prismen. Mein Name ist Anita Planer und ich werde dich durch die folgenden Videos begleiten. In diesem Videolernzyklus geht es um die Eigenschaften von Prismen und auch um die Konstruktion eines Quaders im Mastery Video. Was ist ein Prisma? Die beiden Abbildungen sind zum Beispiel Prismen. Ein Prisma ist ein geometrischer Körper und besteht ganz allgemein aus einer Grund- und einer Deckfläche, die in den beiden Prismen rot eingefärbt sind. Die Grund- und die Deckfläche sind zwei kongruente, also deckungsgleiche Vielecke, die parallel zueinander sind. Vielecke können zum Beispiel Dreiecke, Vierecke, Fünfecke und so weiter sein. Ein Prisma wird nach seiner Grundfläche benannt. Zum Beispiel, wenn ein Prisma ein Viereck als Grundfläche hat, dann wird es ein vierseitiges Prisma genannt. Neben der Grund- und der Deckfläche hat ein Prisma noch Seitenflächen, die im Prisma grün eingefärbt sind. Alle Seitenflächen bilden zusammen den Mantel. Alle Seitenkanten eines Prismas haben dieselbe Länge. Die Höhe eines Prismas ist der Abstand zwischen der Grund- und der Deckfläche. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.